Ja, und so muss also, wie gesagt, diese Form des Göttlichen verschiedene Formen annehmen, um verschiedene Objekte oder verschiedene Funktionen ausführen zu können. Und hier haben wir ein System, das so ein bisschen erklärt, wie sich diese Jobs so ein bisschen verteilen. Und so wird gesagt, dass Shiva zu einem bestimmten Zeitpunkt eine neue Form kreiert hat, die wir als Vishnu bezeichnen. Und Vishnu wird oftmals so als die erhaltende Energie bezeichnet oder die Form, die sich um das Instandhalten kümmert. Also der Handyman, könnte man so sagen. Immer dafür da, dass Balance erhalten bleibt, dass die Welt in ihrer Funktion so erhalten bleiben kann, wie sie ist. Ihr werdet Vishnu ganz oft begegnen in der indischen Geschichte. Denn immer wenn es an einen Punkt kommt, wo es scheint, dass die Balance im Universum zu kippen droht, von der guten, erhebenden Kraft zu eher herunterziehenden Kraft, dann kommt Vishnu, verkörpert sich und stellt das Ganze wieder richtig. Ja, zum einen, indem er die negativen Kräfte besiegt und gleichzeitig, indem Vishnu uns die Lehre gibt, die wir für den nächsten Abschnitt dieser Existenz brauchen. Das erkläre ich gleich nochmal. So treffen wir Vishnu immer wieder in allen möglichen Formen. Zum Beispiel habt ihr mal von Krishna gehört vielleicht. Ja, oder Rama. Das sind alles Inkarnationen von Vishnu, wo Vishnu sich verkörpert hat, um eine bestimmte Funktion zu übernehmen. Wenn ihr euch Bilder von Vishnu anschaut, so wird Vishnu oftmals dargestellt, dass er auf einer ganz großen Schlange ruht, der auch immer mit Waffen Waffen zur Hand hat. Und diese Waffen dienen dazu da, als Bild gegen das zu kämpfen, was uns daran hindert, unsere göttliche Natur zu erleben. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Also hier ist Vishnu in seiner verkörperten Form. Und Vishnu ruht immer auf dieser Schlange. Und diese Schlange heißt Sheshanaga. Ich schreibe das gleich noch rein, ja? Muss ich das Bild jetzt nicht wechseln. Sheshanaga ist die kosmische Energie, die nötig ist, um die Schöpfung erhalten zu können. Ja, so hat Vishnu also Kontrolle über diese kosmische Energie. Und mit Vishnu wird dann immer der Aspekt, der weibliche Aspekt von Vishnus Energie oder umgekehrt, Vishnu ist der männliche Aspekt von Lakshmis Energie, die als Teil voneinander angesehen werden. Lakshmi ist die Göttin des Wohlstandes auf allen Ebenen. Was jetzt hier ganz spannend ist, ist, dass ihr sehen könnt, dass aus dem Bauchnabel von Vishnu kommt halt diese Nabelschnur heraus und aus dieser Nabelschnur entstand dann laut der Geschichte eine große Lotusblüte und darauf wurde der Aspekt von dem Herrn Brahma geboren, wenn man so will. Und Brahma übernimmt die Funktion der aktuellen Schöpfung und der Regeln, die die Verkörperung der Schöpfung bestellen, wenn man so will. Also Brahma wird als der Aspekt des Schöpfergottes dargestellt, auf der Ebene, wie wir ihn mit dem Geist erleben können, die Schöpfung. Ich werde euch gleich so ein paar Geschichten über die verschiedenen Aspekte von Shiva, Vishnu und Brahma erzählen. Einfach so habt ihr es schon mal als Bild gesehen. So wird Brahma halt immer dargestellt, auf einer Lotusblüte sitzend, ja, das den transzendierten Geist darstellt, also jenseits des Reiches unseres Geistes. Er wird dargestellt mit verschiedenen Armen, wie fast alle Aspekte in der indischen Darstellung Gottes, einfach um darzustellen, okay, die machen so viel, das kann man nicht mit zwei Armen machen. Ja, dafür braucht man viele verschiedene Arme und viele verschiedene Qualitäten. Ja, so wird Brahma zum Beispiel immer mit diesen Schriften dargestellt, also die sogenannten Veden, da werdet ihr auch nochmal drüber hören, die Regeln für die Schöpfung im Grunde genommen darstellen. Ja, und so hat er vier Köpfe und diese vier Köpfe, denen werden verschiedene Qualitäten zugeschrieben. Eine Form, wie man die betrachten kann, sind diese vier Köpfe, die vier Ursprünge für Freude zum Beispiel. Ja, so gibt es die Freude der Erkenntnis, die Freude des Körpers oder der Sinne, die Freude des einpünktigen Geistes und die Freude der Aktion. Ja, das sind unsere Möglichkeiten, wie wir Freude erlangen können.
So habt ihr ein kleines bisschen, wie gesagt, einen Überblick darüber, wie diese Aspekte aussehen. In der Form, wie unsere Schöpfung funktioniert, bleibt Vishnu in dieser Position, in dieser Verkörperung als Vishnu für ewig, wenn man so möchte. Diese Position vom Brahma ist wie ein Job, sagen wir es mal so. Dieser Job, der wird für eine bestimmte Zeit an einen würdigen Aspekt der Schöpfung, der Verkörperung Shivas gegeben. Und zwar wird da immer gesagt, das gilt für 100 Brahma-Jahre. Und so hat dieser Brahma die Möglichkeit, die Regeln aufzustellen, die Schöpfung so zu machen, wie er sie für richtig hält in dieser Zeit. Dann entsteht der sogenannte erste Tag Brahmas und hier wird beschrieben, dieser erste Tag Brahmas besteht, wenn Brahma die Augen aufmacht. Vorher gibt es nichts, dann öffnet Brahma die Augen und die Schöpfung entsteht. Das ist das, was wir mit dem Urknall vergleichen können. In unserer Physik wird auch gesagt, dass es vor dem Urknall nichts gab. Können wir uns nicht vorstellen. Dass es keinen Raum gab, es gab keine Zeit, es gab keine Materie. Alles das, was wir in dieser Schöpfung erleben, war so zusammengepresst, dass unsere Physiker keine Zahl dafür haben können, die beschreiben könnte, wie klein dieser Raum war, in dem alles komprimiert war. Und in diesem Raum, in dem alles das, was wir als Universums erleben, Universen, sagt man, was wir als die verschiedenen Universen erleben, um diesen Raum, wo das komprimiert war, sagen unsere Physiker, gab es nichts. Das heißt, es gab keinen Raum um dieses Ding. Und dann passierte der Urknall und mit dem Urknall hat sich nicht nur angefangen, die Materie und Antimaterie auszubreiten, sondern auch damit hat sich angefangen, der Raum auszubreiten. In den Nichtraum. Das können wir nicht verstehen. Er macht der Geist so, lass mich damit in Ruhe. Das geht an mir vorbei. Genauso beschreibt aber die indische Geschichte das auch, nämlich es gibt nichts, ja, oder nur das Bewusstsein, dann öffnet Brahma seine Augen und die Schöpfung entsteht, Raum breitet sich aus, Materie breitet sich aus. Dann öffnet Brahma die Augen völlig und irgendwann, wenn das die Hälfte der Zeit rum ist, schließt Brahma die Augen langsam wieder und diese gesamte Materie, die gesamte Schöpfung fängt wieder an, sich ineinander zurückzuziehen, bis es wieder in den Zustand eines absoluten Stillstandes kommt und alles im Grunde genommen in so einem Samenzustand bleibt. Ja, ähnlich sagt unsere Physik das auch, eine Theorie zumindest besagt, dass mit dem Urknall alles angefangen hat, sich auszudehnen, denn irgendwann, wenn die Fliehkraft aufhört, fängt es auch wieder an, sich zusammenzuziehen, bis es irgendwann wieder in diesen Punkt eines absoluten, klitzekleinen Dings zusammenfällt. Und so wird gesagt, Brahma öffnet die Augen, Brahma schließt die Augen, das ist ein Tag Brahmas. Und dann wird genauso viel Zeit in dem Zustand von Nichtsein verbracht, wie in dem Zeit des von Aufmachen und Zumachen. Und dieser Zustand, wenn Brahma die Augen geschlossen hat, wird als die Nacht Brahmas bezeichnet. Und hier wird gesagt, so hat Brahma 100 Brahma-Jahre, die er dort in dieser Position verbringen wird. Ja, Auge auf, Auge zu ist ein Tag. Ja, dann haben wir davon dann halt, keine Ahnung, ob es 365 sind, aber auf jeden Fall ein Jahr wird das oftmals passiert und insgesamt sind es 100 Jahre. Und diese 100 Jahre werden dementsprechend mit den Regeln funktionieren, die dieser Brahma sich für die Schöpfung ausgedacht hat. Und dann hat er seinen Job gemacht und dann kommt der nächste Brahma und macht das Gleiche wieder. In dieser Zeit der Schöpfung geht die Schöpfung durch verschiedene, wir nennen die Yugas oder Zeitalter, wo ein ganz automatischer Prozess passiert, wie man das so bei den Jahreszeiten sich vorstellt. Ja, oder wie wir es bei den Jahreszeiten erleben. Wir haben Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das kommt ganz normal in dieser Abfolge. Und durch diese Abfolge passieren oder können die Dinge auf der Erde passieren, die so passieren. Ja, wie in Deutschland zum Beispiel. Wir haben eine Zeit, in der die Pflanzen ruhen und Kraft sammeln über den Winter, damit sie dann für die nächste Runde von Frühling, Sommer und Herbst wieder produzieren können. Ja, das heißt, es gibt ein Aufgehen und ein Schlafengehen. Und das wiederholt sich unentwegt. Genauso haben wir
diese sogenannten Yugas, die natürlich über einen viel längeren Zeitraum passieren als 365 Tage. Und in diesen verschiedenen Yugas geht es vor allen Dingen um das Erleben des göttlichen Bewusstseins, entweder ganz freies Erleben oder ein ganz verdecktes Erleben dieses göttlichen Bewusstseins. So wird gesagt, dass es Zeiten gibt, die nennen wir das goldene Zeitalter. Oder Satyuga. Ich hoffe, ich schreibe das richtig. Mein Computer steht relativ weit von mir weg. Ich kann das nicht gut sehen. In diesem goldenen Zeitalter ist das Bewusstsein der verkörperten Wesen ganz nah an dem Erleben des göttlichen Selbst. Ja, ganz nah dran. Das heißt, es besteht ganz viel Harmonie in dem, sagen wir einfach mal bei der Erde, auf der Welt, besteht ganz viel Harmonie. Und zwar nicht nur in den Menschen selbst, sondern auch in der Natur selbst. Also, dass alles wirklich ganz harmonisch funktioniert und dadurch die Menschen auch ganz lange gelebt haben. Ja, hier wird von Zeitalter, von Bereichen gesprochen, so, dass die Menschen über 50.000 Jahre lang gelebt haben. Verrückt, ne? Können wir uns nicht vorstellen. Es gibt aber immer wieder in allen möglichen Schriften auf der Welt, kreuz und quer verteilt, Berichte darüber, dass unsere Lebensdauer nicht immer nur so kurz war, wie sie jetzt gerade ist. Ja, so wird im Anfang der Bibel beschrieben und Abraham wurde 900 Jahre alt oder sowas. Ja, das wird ganz, ganz weit ausgedehnt. Im Laufe der Zeit passiert dann ganz automatisch etwas, dass sich das Bewusstsein mehr und mehr verschleiert. Ja, dass es immer weiter weggeht von dem Erleben dieser Göttlichkeit. Und je mehr sich das verschleiert, desto unharmonischer werden wir an uns und desto unharmonischer werden wir auch mit der Welt um uns herum. Desto mehr vergessen wir, dass wir dieses göttliche Selbst sind und desto mehr verhaften wir uns an die Schwankungen der Dualität. Ja, gut, schlecht, kalt, warm, Tag, Nacht und so weiter und so fort. Das geht dann durch insgesamt 4 Zeitalter, ja, das goldene, silberne, bronzene und dann das eiserne Zeitalter. Das eiserne Zeitalter wird gesagt, in dem sind wir jetzt gerade, und das heißt dann das Kali-Yuga. Die anderen vergesse ich immer, wie die heißen. Oder bleiben wir bei diesen beiden als Namen, könnt ihr mal nachschauen, wenn ihr wollt. Und immer wenn es an diesen Übergang kommt von einem Zeitalter in das nächste Zeitalter, dann gibt es ganz viel Reibung. Ja, es gibt ganz viel Sachen, die durcheinander gehen. Es gibt viele Kriege, es gibt viel Stress und so weiter und so fort. Und das sind diese Momente, wenn Vishnu sich verkörpert, um, wie gesagt, einmal dafür zu sorgen, dass es nicht ganz überkippt in das Schlechte und zum anderen, um uns Anweisungen zu geben, wie wir denn jetzt in dem nächsten Zeitalter praktizieren sollten, um das höchste Göttliche erreichen zu können. Die Voraussetzungen, die wir als Praktizierende tun sollen, werden immer weniger, je mehr wir uns von dem Göttlichen wegbewegen. Ja, denn wenn wir uns vorstellen, die Anweisungen für das goldene Zeitalter, da wurde gesagt, die Yogis haben dann so 1000 Jahre auf einem Bein gestanden. Das würde für uns schwierig werden. Ja, so ein bisschen schwierig, wenn das die Voraussetzung wäre, das höchste Göttliche zu erreichen. Ja, und so gab es ganz komplexe Anweisungen für Zeremonien und so weiter und so fort, die im goldenen Zeitalter gemacht werden mussten. Und heutzutage, wo wir in diesem eisernen Zeitalter sind, im Kali-Yuga, und unser Geist ganz fragmentiert und wenig Konzentration hat und wir relativ kurz leben, da sind unsere Anweisungen relativ gering geworden. Man wurde für dieses Zeitalter gesagt, singe einfach so oft es geht den Lobpreis für den Herrn. Das ist der beste Weg, den du machen kannst. Mehr können wir von euch nicht verlangen, so ungefähr. Ja, das ist das Einzige, was wir hier tun können. Wenn es dann zum absoluten Bodenpunkt kommt vom Kali-Yuga, dann passiert so langsam wie bei so einem Jojo der andere Effekt, nämlich dass es sich dann langsam wieder aus diesem Loch herauszieht, ganz natürlich, bis es irgendwann wieder beim goldenen Zeitalter ankommt. Ja, so haben wir also Gold, Silber, Bronze, Eisen. Dann geht es von Eisen zurück ins Bronzene und so weiter und so fort. Und die Gelehrten sagen hier, dass wir den Tiefpunkt vom Kali-Yuga Gott sei Dank bereits überstanden haben. Ja, der war so im Mittelalter, wenn man da auf die Lebenserwartungszeit der Menschen geschaut hat, da war man mit 35 schon wohlbetagt. Und so haben wir Gott sei Dank da schon etwas Raum gewonnen, um
ja, länger leben zu können, mehr Zeit zu haben. Ja, also bewegen uns aus dem eisernen Zeitalter heraus in das nächste Bronzene. Es besteht also Hoffnung. In jedem Teil der Verkörperung dieser Zeitalter heißt das nicht, ja, dass wenn wir jetzt im Zeitalter sind, dass wir alle keine Chance haben, die Erleuchtung zu erreichen, sondern es gibt immer Menschen, die ganz stark sich bemüht haben, harmonisch mit sich selbst und der Welt zu leben und dadurch halt dieses Göttliche zu erleben. Und diese Chance haben wir auch in unserem jetzigen Leben. Und wie gesagt, die Anforderungen dafür sind noch nicht mal zu hoch, von daher wird es uns da relativ leicht gemacht, dieses Höchste anzustreben. Wenn du Nutzen aus diesen Videos ziehst und dir vorstellen kannst, mich ein bisschen in meiner Arbeit zu unterstützen, dann klicke doch bitte unten auf den Patreon-Link. Da kannst du mir dann eine kleine monatliche Spende zukommen lassen, was mir wirklich hilft, mit dieser Arbeit fortzufahren. Ganz herzlichen Dank.